Ja, Leute, Weihnachten steht vor der Tür und ich zeige euch, wie ich meine Enten, dieses Rezept könnt ihr auch auf Gänse beziehen, mache. Pro Ente nehme ich 100 Gramm Maronen, die schneide ich etwas klein. Danach in einem Topf 400 ml Milch reingeben, dazu sofort 40 Gramm Butter. Die Maronen kommen auch sofort mit rein und gewürzen wir das Ganze einfach mit Salz und ein bisschen Pfeffer. Einmal aufkochen lassen und dann ausmachen. Danach schneide ich so ein altes Brot, es ist ein Ciabatta-Brot, in kleine Würfel. Alles kommt in eine große Schüssel. Schneide in der Zeit einfach so 4 Knoblauchzehen in grobe Scheiben, so eine große Gemüsezwiebel. Ich habe hier noch 2 Äpfel mit Kerngehäuse, einfach so runterschneiden und noch 2 Orangen. Nehmt Bio, dann könnt ihr auch die Schale mit verwenden. Wenn er so kocht, mache ich das aus und lasse es kurz abkühlen. Zu dem Brot kommt unsere Milchmischung mit Maronen und wir lassen das 15 Minuten quellen, damit das Brot schön weich ist. Zum Schluss noch ein Ei mit rein. Jetzt wird das gründlich durchgematscht. Ja, die Enten werden einfach mit Salz, Pfeffer und Beifuß von jeder Seite gewürzt, von innen auch mit Salz und Pfeffer. Wirklich nichts Besonderes. Jetzt wird die Füllung auf 2 Enten gleichmäßig verteilt. Das Ganze ist fertig. Man könnte noch die Beine zubinden oder das Ganze zumachen, lasse ich aber. Ich habe die Erfahrung gemacht, so wird die hier in dem Bereich knuspriger, wenn die Beine abstehen. Dann nehme ich hier mehr Butcher Paper. Ihr könnt einen Bräter nehmen, eine Auflaufform, was einen Deckel hat. Wichtig ist, dass alles geschlossen ist und das ist dafür perfekt geeignet. Was habe ich jetzt vor? Ich verteile einfach was von unseren Äpfeln, Orangen, Zwiebeln hier flach. Da drauf kommen noch ein paar Kräuter, so Thymian und Rosmarin. Und oben drauf kommt einfach unsere Ente. Was ich noch reinmache, so ein bisschen Apfelsaft. Das Gute, das Papier lässt das nicht durch. Das Ganze kommt bei mir in den Pelletsmoker. Die ersten 1,5 Stunden bei 140 bis 160 Grad. Die Ente soll durch das Obst, was unten ist, aromatisiert werden. Und danach packen wir das aus und finishen das Ganze. Nach 1,5 Stunden packe ich die Jetzt kommt das Papier runter. Jetzt kommen die ohne wieder zurück. Die Kräuter, die lege ich noch mal drauf und jetzt wird das für eine Stunde bei 200 Grad, vielleicht ein bisschen länger, mal schauen. Nach über einer weiteren Stunde sieht genau alles so aus. Es ist wirklich ein Traum und die Keulen, die fallen schon ab. Also das ist mehr als fertig. Die Füllung, bin ich mir sicher, ist auch durch. Also die kommen jetzt runter. Und ja, lasst uns das Ganze probieren. Das Licht ist jetzt nicht das Beste, aber wir sehen, wie saftig, aber zugleich durch das Ganze ist. Manche werden sagen, es ist noch rot, es kommt durch den Rauch, weil es ein Smoker war, dann wird das Fleisch außen rot. Das ist der genannte Rauchring. Das Brustbein ist super weich, sogar die Knochen sind durchgeschmort. Hier ist die Füllung, die ist fest geworden und wir probieren die als erstes. Wirklich der Hammer, Maronengeschmack, butterig, mega. Und jetzt ein Stück von der Brust. Wahnsinn, es schmeckt nach Obst, obwohl das unten war. Man sieht, das Fleisch ist zart, das Fleisch ist saftig. Es hat tatsächlich Aromen angenommen vom Obst, Kräutern, Knoblauch. Es hat gut funktioniert. Es funktioniert genauso im Ofen. Probiert es aus, ihr werdet es nicht bereuen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.